Herzlich willkommen zu meinem Podcast von Italy Visualized. Endlich ist es soweit. Das waren auch die Neuigkeiten, die ich angedeutet habe, dass es jetzt endlich einen Podcast gibt. Das heißt, ihr müsst jetzt meine Artikel nicht mehr unbedingt lesen. Ihr könnt euch ganz entspannt zurücklegen, zurücklehnen und einfach lauschen und mich auf meinen Reisen nach Italien begleiten. Für meine erste Folge habe ich mir eine sehr persönliche Geschichte überlegt, und zwar, wie ich mich in Italien verliebt habe. Ja, und das ist auch meine ganz persönliche Liebesgeschichte, und auf diese Reise möchte ich euch jetzt mitnehmen. Also, stellt euch vor, ihr seid an meiner Seite und wir machen jetzt eine gemeinsame und unvergessliche Reise durch das wunderschöne Italien. Ja, und die Liebesgeschichte begann schon sehr, sehr früh, und zwar, als ich das erste Mal mit meinen Eltern in Italien war. Wir waren in Jesolo und da habe ich mich schon in dieses Land verliebt. Also mir hat das Meer gefallen, mir hat die Sprache gefallen, auch wenn ich nichts verstanden habe, aber einfach das Flair, das Ambiente, der Lebensstil. Also es war immer ein riesiges Drama, als wir nach Hause gefahren sind, sowohl für mich als auch für meine Eltern, weil, ja, da sind, ihr könnt mir glauben, da sind einige Tränen geflossen. Und diese Leidenschaft hat sich dann im Laufe der Jahre, wie soll ich sagen, vergrößert oder ausgebreitet. Und 2015 war ich mitten in meinem Studium, und einer meiner größten Wünsche war es schon lange, dass ich eine Sprachreise mache. Und natürlich in mein geliebtes Italien, wo sonst. Ich habe mich dann für Rom entschieden, und ja, das war das, wo mein Abenteuer begonnen hat. Als ich quasi beschlossen habe, mir eine Auszeit von meinem Leben zu nehmen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ich habe sehr lange auf das gespart, dass ich in den Sommerferien jetzt die Sprachschule besuchen kann, und ich war richtig nervös und konnte es kaum erwarten, bis es losging. Und wie gesagt, mein erster Halt war eben Rom, und ja, ich konnte es kaum erwarten, diese Stadt zu entdecken oder auch Italien. Also ich wollte natürlich mehr von Italien sehen, nicht nur Rom. Als ich dann endlich in Rom ankam, spürte ich sofort die Energie dieser faszinierenden Stadt. Ich habe ja Geschichte studiert, und natürlich ist da Rom ein Muss. Also mit dieser ganzen Geschichte, mit dem Kolosseum, also für mich wirklich faszinierend und ein Traum. Und auch die engen Gassen, die historischen Denkmäler und das italienische Flair, das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich schlenderte jeden Tag durch die kleinen, charmanten Gassen, und eines Tages kam ich auch in das Viertel Trastevere. Und dort, ich probierte wirklich das beste Gelato, das ich jemals in meinem Leben gegessen hatte. Also ich glaube, ich habe bis jetzt kein besseres gefunden. Aber es war nicht nur das Essen, was mein Herz eroberte, sondern auch die warmherzigen Menschen, denen ich begegnete. Ich wurde überall herzlich aufgenommen, und es war einfach schön. Und eines Tages beschloss ich dann, die pulsierende Stadt zu verlassen, und es führte mich nach Florenz. Das ist die Hauptstadt der Toskana. Ich muss auch sagen, ja, ich habe mich auch sofort in die Toskana verliebt, mit den sanften Hügeln, den üppigen Weinbergen und den malerischen Dörfern. Und in Florenz durfte ich in die Welt der Kunst eintauchen. Ich habe dort die Uffizien besucht und bewunderte auch Michelangelos David. Und ich muss sagen, es war ein magischer Moment, der auch meine Seele berührt hat. Ja, und weiter. Von der Toskana verschlug es mich dann weiter in den Norden. Dort setzte ich mein Abenteuer fort, und zwar in dem charmanten Städtchen Verona. Verona ist ja bekannt, also ist die Stadt von Romeo und Julia. Und auch diese Stadt hatte etwas Magisches an sich. Ich spazierte über die Piazza delle Erbe und bewunderte das antike Amphitheater, und schließlich fand ich mich auch vor dem Balkon von Julia wieder. Und dort traf ich eine ganz, ganz besondere Person,
und zwar Sophia. Sophia war Italienerin, war um die 40 und sie hatte einen unvergesslichen Charme. Also ihr Lachen war wirklich ansteckend und ihre Augen strahlten richtig vor Lebensfreude. Ich finde das immer schön, wenn man bei manchen Menschen so richtig die Lebensfreude sieht und spürt. Also das wirkt ansteckend. Und ja, wir haben uns angefreundet und wir waren uns vom ersten Moment an sympathisch und sie war auch gerade auf der Reise durch Italien und ja, da die Chemie zwischen uns stimmte, haben wir uns auch am nächsten Tag verabredet und schlenderten gemeinsam durch die Gassen von Verona. Und wir ließen uns von der italienischen Küche verwöhnen. Also die italienische Küche ist meiner Meinung nach die beste auf der Welt. Und es ist unmöglich, dass man, meiner Meinung nach unmöglich, dass man von Italien mit weniger Kilo nach Hause kommt, als man gestartet ist. Ja, und mit Sophia, wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Also die Gesprächsthemen gingen uns nie aus. Und sie hat mir auch sehr viel über ihr geliebtes Italien erzählt, über die Geheimnisse, die Traditionen. Und ich bekam auch sehr viele Insider-Tipps. Und da wir uns so gut verstanden und beide auf der Durchreise waren, haben wir uns auch ausgemacht, dass wir die nächsten Tage auch gemeinsam wieder weiterhin verbringen werden und durch Italien reisen. Und ja, je mehr ich von Italien gesehen habe, desto tiefer habe ich mich auch in dieses Land verliebt. Aber es war nicht nur die Schönheit des Landes, sondern auch die Leidenschaft der Menschen, die mich wirklich begeistert hatte. Und gemeinsam mit Sophia ging es dann weiter nach Ligurien. Wir haben auch Cinque Terre besucht, also wirklich ein traumhafter Ort, den ich nur jedem empfehlen kann. Und natürlich, ja, weiter ging es dann nach Venedig. Also ich glaube, Venedig ist ein Muss, was man einfach gesehen haben muss. Und was ich so schön finde an Italien ist, dass jeder Ort hat seinen eigenen Charme und auch seine eigene Geschichte. Wie es halt so ist, verging auch die Zeit hier viel, viel zu schnell und ich muss sagen, es brach mir fast das Herz, als der Moment des Abschieds gekommen war. Aber sowohl von Sophia als auch von Italien. Aber ich wusste, dass ich für immer einen Teil von Italien in mein Herzen tragen würde. Und ja, also die Reise war für mich auf jeden Fall bereichernd und hat mich auch verändert und auch es hat zu einem anderen Blickwinkel auf Italien geführt. Denn Italien hat nämlich nicht nur eine faszinierende Kultur, eine wunderschöne Landschaft, also die Landschaften, die es mir gezeigt hat, wow, einfach faszinierend. Nein, es ist auch die Bedeutung von Leidenschaft und Liebe. Und wenn ihr jemals die Gelegenheit habt, Italien zu besuchen, dann nehmt euch wirklich Zeit, dieses wunderbare Land in all seinen Facetten zu entdecken. Und vielleicht findet ihr ja auch eure ganz persönliche Liebesgeschichte in Italien, so wie ich. Und ich bedanke mich sehr, dass ihr mir zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao!